Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und willkommen zum ersten Video des winterlichen Wunderlandes, welches auf meinem Kanal stattfinden wird und Vlogmas heißt. Aber heute starten wir mit einem nicht ganz normalen Vlog, weil ich wollte am 1. Dezember anfangen zu filmen und das Video kommt ja dann erst am 2. Dezember und das vom 2. kommt dann erst am 3. Aber welches Video kommt dann am 1.? Deswegen dachte ich, ich probiere mal etwas aus, was ich in letzter Zeit auf YouTube so gesuchtet habe. Es gibt nämlich eine ganze Community voll von Hausfrauen, die ihre Wohnungen oder Häuser komplett aufräumen und danach dekorieren. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber diese Videos sind so unglaublich befriedigend, zu sehen, wie sie die Tische sauber wischen und dann machen sie irgendwas Weihnachtliches drauf und du denkst dir nur so, ja Mann, dekorier den Scheiß. Und das will ich auch machen. Und lustigerweise, als wir meiner Schwiegermutter davon erzählt haben, also Schwiegermama, die hat gesagt, dass sie auch solche Videos guckt. Und dann ist mir erst so richtig bewusst geworden, das ist ein Ding auf YouTube. Hausfrauen, die ihre Wohnung putzen und Putztipps geben, ist ein Ding. Ich kann euch keine Tipps geben, will ich jetzt hier schon mal sagen, ne? Von mir gibt's keine Tipps, nur ein bisschen Inspiration und eine kleine Roomtour dadurch, weil ihr werdet ja jeden Raum sehen und ihr seht, was für ein Ferkel ich privat bin. Gestern war ich dann noch einkaufen und hab die L Decoration mitgenommen, weil ich dachte, dass das vielleicht auch eine gute Inspiration sein kann. Oder mich einfach zum Aufräumen motivieren kann. Ich habe keinen Bock. Ich habe mich die ganze Zeit auf diesen Tag so gefreut, bis er heute angekommen ist. Und dann dachte ich mir so, nee Mann, ich will einfach nicht aufräumen. Wer hat denn Lust aufzuräumen? Wie viel hat die eigentlich gekostet? 6,50 Euro? Okay, ich hätte mehr erwartet. Winterglück, wir schmücken das Haus, den Baum und den Tisch. Die Gäste können kommen. Herrlich. Werdet ihr dieses Jahr Gäste einladen zu euch? Ich bin noch nicht sicher. Da würde ich auch gerne leben, hör mal. Ja, ich muss sagen, die L war keine gute Idee. Ich sehe einfach in der L nur Orte, wo ich gerne leben würde, aber niemals leben werde. Ja, ich fühle mich jetzt mega inspiriert. Seid ihr eigentlich Leute, die eher jedes Jahr das Gleiche aufstellen oder kauft ihr euch immer neue Designs und macht so Themen? Weil in diesen Dekorationsvideos haben voll viele Frauen gesagt so, ja, letztes Mal hatten wir rot und grün und dieses Mal halten wir alles weiß. Aber das bedeutet ja, dass man alles nochmal neu holen muss. Und nicht nur, dass es ein bisschen Verschwendung ist für so Dekokram. Hey, mir ist das doch arschteuer. Ich habe gestern schon wieder 60, 70 Euro ausgegeben für Deko. Okay, Leute. Vlogtag Nummer 1 kann starten. Ja, jetzt wird aufgeräumt, ne? Und wir beginnen mit unserer Wäsche. Da ist es natürlich super praktisch, wenn man in einer Beziehung zusammenlebt, dass man doppelt so viel machen muss. Aber dafür macht ja der Partner auch die Wäsche und am Ende kommt es bei null raus. Ja, schön die Unterhosen und Socken sortieren. Und bei den Socken, da würde mich jetzt gerade interessieren, legt ihr sie schon richtig auf den Wäscheständer, damit ihr sie schneller wieder runternehmen könnt? Weil das mache ich manchmal. Und ich glaube, das spart sogar wirklich Zeit. Aber da muss man halt voll engagiert für sein. Ja, Wäsche aufhängen ist auch super spannend, muss ich sagen. Da muss man alles in die richtige Schublade reinmachen und jetzt kommt auch der Wäscheständer weg. Juhu, und der Wäschekorb. Und jetzt sortiere ich den Schublade weiter. Update. Ich habe mir was anderes angezogen. Ich habe mir was anderes angezogen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in dieser roten Hose einen relativ wabbeligen Hintern hatte. Und ich euch das nicht antun wollte. Und jetzt beziehen wir das Bett neu. Also nur das Bettlaken. Weil das schon relativ lang her war, seit ich das gewechselt habe. Ich habe dieses Boxspringbett geholt und liebe es wirklich über alles. Nur dieser Stoff ist ein bisschen unpraktisch, weil man den ständig saugen muss. Da sammelt sich dieser ganze Staub und den kann man halt nicht einfach wegwischen. Also ich lebe auch nach der Logik, dass man nicht genug Kissen auf seinem Bett haben kann. Das sieht nämlich super gemütlich und cozy aus. Das ist das gleiche Wort, also cozy, gemütlich. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und so ein Schlafzimmer kann man auch unendlich lang aufräumen, ne? Ich weiß nicht, wie ich es immer so unordentlich hinkriege, aber
Man muss auf jeden Fall nochmal saugen, ne? Alles saugen. Überall ist Staub. Ich glaube es nicht. Es ist wirklich so staubig. Und wenn man nicht aufräumt, dann merkt man gar nicht, wie unheimlich es ist. Willkommen zu der Kommode der Schande, wie ich sie gerne nenne, denn da liegt wirklich alles drauf. Oh, das ist ein Bild, was uns ein Obdachloser in London verkauft hat. Also ich habe sie ihm abgekauft für 10 Pfund. Fand ich schön. Und aufräumen ist wirklich einfach nur Dinge an seinen Platz legen. Ist irgendwie komisch, dass man es nicht einfach von Anfang an machen kann. Und jetzt wird die ganze Sache nochmal hier auch schön gewischt, genau, damit alle Bakterien und alles, ja, toll. Und man kriegt sogar Zuschauer. Und den Spiegel auch nochmal sauber machen mit meinem tollen Fenstersauger. Der ist wirklich echt extrem praktisch. Ach, habe ich schon erwähnt, dass ich Staub gewischt habe. Hier war auch nämlich viel Staub drauf. Und nochmal mit dem Swiffer rübergehen, komm, jawoll. Und fertig. Wow, sei stolz auf dich, Vanessa. Den Tannenbaum habe ich bei Nanunana geholt und der ist so weiß und schlicht. Und ich wollte die Deko in meinem Schlafzimmer eh ein bisschen schlichter halten, damit man dort zur Ruhe kommt. Bringt ja nichts, wenn man es aufräumt und damit Dekoration zuknallt. Und auch die Kommode der Schande ist nicht mehr die Kommode der Schande, sondern eine Ruheoase. Mit 3 Sachen drauf, einem Pastelltannenbaum und einem süßen Pflänzchen. Und das war's. Und dann ist mir auch aufgefallen, was für ein schönes Schlafzimmer ich eigentlich habe. Also richtig gemütlich. Schlafzimmer ist fertig und jetzt geht's an den Flur, ne? Sieht man mich? Ja. Kannst dich nicht länger versteckt halten. Muss los. Bruder muss los. Wenn die Alte dich wieder filmen möchte, Bruder muss los. Hi, Leute. Also, falls ihr ihn noch nicht kennt, das ist mein Freund. Alhamdulillah, ciao, ciao. Boah, pass auf, wenn ich eben aufmache. Ja. Im Flur habe ich mich zuerst um die Jacken gekümmert, das heißt alle Sommer- und Herbstjacken raus. Ich habe gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete für Nachbarn. Und dann war der Schuhschrank und die Ablage obendrauf dran. Und die ist wirklich so unordentlich, weil man einfach alles, was man in der Hand hat, obendrauf legt. Und als ich dann alle Schuhe runtergenommen habe, ist mir beim Wischen auch aufgefallen, dass ich, glaube ich, diesen Schuhschrank noch nie sauber gemacht habe. Ein Tipp hier von mir, macht eure Schuhschränke sauber. Outfitwechsel Nummer 23. Eine Schneematte. Weil das eignet sich ganz gut. Yes! Und mit der Kraft der Videoschneidtechnik kann ich das Wohnzimmer mit einem Klatschen sauber machen. Oder auch nicht. Ich habe noch eine Sache, die ich vorher machen möchte. Die habe ich mir nämlich so lange aufgehoben und die muss ich im Tageslicht machen, weil ich habe Angst vor der Erde. Es ist quasi ein Mach-deine-Scheiße-Tag. Finn Kliman macht es nur im Januar, glaube ich. Hi. Hi. Was geht? Ich topf jetzt um. Topfst um?
Ja. Was topfst du um? Zwei Pflanzen. Ich bin kein Experte, was grüne Daumengeschichten angeht. Aber ich liebe meine Pflanzen und deswegen kümmere ich mich immer um sie. Und in diesem Fall musste ich sie umtopfen, weil das Wasser nicht richtig ablaufen konnte, weil diese Töpfe kein Loch unten hatten. Also habe ich so einen Betontopf geholt und da erstmal Erde reingemacht, die alte Erde von der Pflanze abgeklopft und dann die Pflanze reingesetzt. Und das habe ich auch mit der Kleinen gemacht. Die hatte schon richtig viele Geschichten, also Läuse und alles. Und ich kann sie einfach nicht wegschmeißen. Ich kann Pflanzen, das sind meine Kinder irgendwo. Und um die muss man sich kümmern. Ich habe mir das Aufräumen ein bisschen leichter vorgestellt. Willst du mal eine Stunde Powerhilfe vom Braunisch haben? Ja. Und ihr mal ein bisschen mithelfen? Ja. Die so denken und so aussehen wie du, doch folgen nur den Spuren eines Fremden. Du verstehst du und du lernst noch was dazu. Im Haus. Wie deckt man den Tisch? Ja,
tolle Deko, oder? Christmas! Der Kaktus hat mich gepiekst. Ah, da bist du. Ich sehe dich. Ah, jetzt ist es unter dem Fingernagel. Geh weg. Ah. Wie weit wachsen Bäume hinauf? Doch wenn du sie fällst, kriegst du's nie heraus. Und vergessen sind die Wölfe und derselbe Mond in Bergen. Oh, ich will nicht mehr. Farbenspiel des Winds. Fremde Erde ist nur fremd, wenn der Fremde sie nicht kennt. Okay, so, wie sind wir statusmäßig? Das ist schon relativ fertig. Die Küche ist auch relativ fertig. Essbereich auch relativ fertig. Jetzt haben wir noch... Oh, ach so, oh, die Pflanze habe ich umgestellt. Ja, die steht jetzt bei mir im Zimmer. Jetzt kommt noch dieses Regal. Und die absolute Chaos-Ecke. Ich sterbe, Leute. Ich kann nicht mehr. Aber ich bin relativ zufrieden. Ich merke nur, dass ich mit meinen Möbeln nicht ganz zufrieden bin. Also die Stühle wollte ich schon lange, lange wechseln. Beziehungsweise zwei. Ja, das wird jetzt aber lange nicht passieren. Ich sag's jetzt ganz lange und dann passiert es doch nicht. So. Schön, oder? Komm. Das kann man auf jeden Fall akzeptieren in seinem Leben. Immer noch Tag 1. Zu guter Letzt habe ich dann noch eine Lichterkette an die Fensterfront angebracht. Und die sieht natürlich auch pretty, pretty aus. Und das war's mit meinem ersten Video im Vlogmas. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis morgen. Zumindest gar nicht. Ja, doch. Frutello, Frutello. Boah, so musst du machen. Jesus Christ, ist das beautiful. Fertig.